Was ist da passiert? Motten? Hey, es sind die Motten. Ich wette, die sind noch ganz benommen von Stans funky Mode. Okay, da sind jetzt Motten. Hab ich... Ich drück jetzt nochmal auf den Eimer Wasser. Das ist ein Eimer Wasser. Schön. Hab ich irgendwas? Zuckersack? Moment. Idee. Was zum Teufel. Süß. Oh, Glühwürmchen. Glänzen. Schatz haben will. Elaine böse. Glühwürmchen und Motten. Haben wir noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Nein. Kann ich mit der Lampe anfangen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das muss nicht beleuchtet werden. Hab ich mich gedacht. Ich frage mich, warum sie eigentlich Glühwürmchen heißen. Das sind doch gar keine Würmer. Tja. Die Cinch. Kann ich jetzt nochmal mit ihm oder mit ihr reden? Hey, Elaine. Was? Schneide meine abgetrennte Hab-Amp, schlage den Schwamm aus meiner Hand. Das ist natürlich am besten. Wenn du schon dabei bist, die Cinch zu verdreschen, könntest du dann bitte auch den Schwamm aus meiner abgetrennten Hand schlagen? Dieses Schwert kennt nur ein Ziel. Den Kaumagen dieser Schnupftappertnase. Und wenn du die Hand abschneidest? Meine Hand ist des Hinges einzige Quelle für Jus de Vie. Wenn du ihm den Turban abschneidest, wird er viel leichter zu töten sein. Was denkst du denn, was ich die ganze Zeit versucht habe, du bescheuerter Schwachkopf? Alles klar, danke für deine Hilfe. Durch, Süße. Weniger reden, mehr bedeutungslos machen, Süßer. Mua. Hey, the Sing Song. Die Sing Song. Das sie vielleicht? Du wirst dem Schwert meiner Frau nicht entkommen, ist dir das klar? Ich sah einmal, wie sie eine ganze Horde wilder Vertreter mit nichts weiter als einem Taschenmesser und einem Staubwedel in die Flucht schlug. Wie eindrucksvoll. Aber solange sie nicht unbezwingbare Rotarians waren, die von meinem unglaublichen Jus de Vie profitierten, hing der Vergleich stark hinterher. Schon bald wird sie ermüden und ihre Pocken werden mir gehören, damit ich sie in alle vier Richtungen der Erde verbreiten kann. Ich werde dich gleich portionsgerecht in alle vier Richtungen verbreiten. Au! Okay. Was hat das mit den Motten jetzt auf sich? Windsteuerungsgerät, kann ich da einfach was reinschmeißen? Das hier vielleicht? Das muss nicht beleuchtet werden. Ich hab mit... Cinch wird mit dieser Vorrichtung meine Süße pulverisieren. Chili? Etwas so Leckeres sollte von etwas oder jemandem gegessen werden, der es wirklich mag. Alles klar. Glühwürmchen. Kann ich ihm das vielleicht zuschmeißen? Ich wüsste nicht, was es bringt. Hey, Wu! Was jetzt? Schmecke meine Chili! Was zum Teufel? Kusch! Okay. Jetzt habe ich eine Idee. Moment, jetzt muss ich, glaube ich, nochmal mit ihm sprechen. Was denn? Jetzt sagen wir das hier. Nachdem du meine Frau pulverisierst. Das spule ich mal vor. Nicht persönlich, Liebling. Ich zeig das hatten dir wir ja gerade schon. Ist. Geht doch gleich kurz das Licht da oben aus. Vielleicht ziehen sich die Motten ja zu den Glühwürmchen. Oh, was jetzt? Ach, die fressen den Turban. Nein! Husch, husch! Weg mit euch, ihr frechen kleinen Biester! Fresst ihn! Oder den Turban. Nein! Was ist denn mit ihm los? Ohne meine Hand, die ihn mit seinem Jus de Vie versorgt, brechen alle Wunden, die du ihm zugefügt hast, langsam auf. Komm wieder zurück, du freche kleine Hand! Ich habe dich, meine Liebste. Gut gemacht, Hand. Würdest du mir vielleicht auch mit diesen Schlössern helfen? Ich denke, da war ich ein wenig vermessen. Aber wenigstens habe ich jetzt den Schwamm wieder. Das erinnert mich an das eiskalte Händchen von der Adams Family. Also diese Hand, die immer so rumgekrabbelt ist. Nur, dass die Hand von Adams Family etwas gesünder aussah als unsere grüne Hand. So,
Wir haben La Sponja Grande. Den können wir jetzt da reinschmeißen. Und hepp. Na, 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 na. Das war etwas enttäuschend. Wow! Das ist oh eine Gott. Sponja Grande. Aber wie heile ich damit? Oh ja, die Winde! Hell! Geht es dir gut? Ich glaube schon. Aber wie bin ich hierher gekommen und warum schmeckt mein Mund wie Krautsalat? Es ist eine lange Geschichte. Ich werde sie dir erzählen, wenn wir einen Weg aus diesen blöden Muscheln gefunden haben. Überlass das alles mir, meine Freunde. LeChuck, mein neuer bester Freund. Wie bist du aus dem Gefängnis entkommen? Oh, die Wache hat mich nur zu gern freigelassen, als ich sie erst einmal davon überzeugt hatte, dass ich nur so mit Elaine die unheilige Ehe schließen kann. Warte, unheilige was? Unheilig das hier! Guybrush! Elaine? Guybrush! LeChuck! Es macht Spaß, Namen zu schreien! Was? Bist du das, Mutter? Ich habe meine Hände gewaschen. Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Ob mit oder ohne Voodoo. Du bist doch nur ein böser Sack voller Abschaum. Eine Korrektur, meine Süße. Ich bin ein böser Sack voller Abschaum, der den größten Schatz aller Zeiten plündern wird. Aber ich könnte meine Beute teilen, wenn du verstehst, was ich meine. Was? Oh komm schon, meine Liebe. Du kannst doch nicht abstreiten, dass wir uns in den letzten paar Wochen näher gekommen sind. Das kumpelhafte Tun, die netten Worte, die verstohlenen Blicke. Ich weiß, dass du Gefühle für mich entwickelt hast. Werde meine Dämonenbraut. Gemeinsam werden wir dem Herzen des Voodoo den Gar ausmachen. Zur Hölle mit dir, LeChuck. Ich habe es wenigstens versucht. Sieht ganz danach aus, als würden wir das mit diesem ganzen Voodoo machen. Elaine? Tu mir einen Gefallen. Ah, das ist das Zeug. Alles. Tritt ihn für mich in seinen heuchlerischen Hintern. Von Millie bis Monkey und allen anderen Inseln dazwischen, mein Lieber. Bist du noch nicht tot? Ich muss die Hochzeit vorbereiten. Aus Respekt vor den eben Verstorbenen sollte ich darauf hinweisen, dass du dein Schwert wie ein Milchbauer schwingst. Wie passend. Du kämpfst wie eine untote, an Pocken leidende Kuh. Ja, damit haben wir das vierte Kapitel abgeschlossen und ich hoffe, dass wir unseren Guybrush auch im letzten Kapitel dann ja wiedersehen. Weil das kann ich nicht glauben. Nein, das ist. Ich bin nicht traurig, weil ich weiß, dass er nächste Folge wieder alles wieder Tutti sein wird. Oder wir machen alles wieder gut. Ja. Endlich habe ich Kapitel 4 fertig. Es war mit diesen Gerichten gar nicht einfach, fand ich jetzt. Also, einiges ging gut, fand ich. Ich glaube, das mit der Chili, das war relativ easy. Aber ich glaube, wo ich Probleme hatte, war das mit diesen Motten oder wo wir dieses Ungeheuer finden mussten. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Und ja, am schlimmsten war das halt mit dieser roten Figur, wo man diese Karte halt so ganz speziell
umblättern oder knicken musste. Ich meine, so im Endeffekt war es nachher total einleuchtend. Aber da drauf zu kommen, das ist eigentlich ganz witzig, weil das sind eigentlich noch relativ einfache Rätsel. Ich habe nämlich letztens, Space Quest wieder ausgegraben. Und zwar Space Quest 6 oder 5. Da gab es nämlich im Humble Bundle, gab es nämlich die Space Quest Reihe. Und da habe ich dann auch den Teil ausgegraben. Und da gibt es ein Rätsel, da muss man ein Schiff halt zum Fliegen bringen, also ein Raumschiff startklar machen. Und man muss halt man muss halt die Tanks befüllen. Und man hat da mehrere Tanksäulen oder mehrere, die man halt befüllen muss. Und da gibt es dann solche Materialien, beziehungsweise das sind ja dann Elemente, wie zum Beispiel Silber, Gold, was gab es denn noch alles? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es da irgendwie gefühlte 50 Elemente, also auch verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze zu befüllen. Und das war gar nicht so einfach. Ich wusste zwar, wie man das machen muss, aber das Umsetzen war schwer. Man musste nämlich, hatte ein Lösungswort und man musste aus diesem Lösungswort die Elementarbezeichnung zusammenbasteln. Also man hatte dann halt zum Beispiel ein Element, zum Beispiel Silber, und da musste man gucken, ob die Kürzel für dieses Elementar oder für dieses Teilchen halt dann für dieses Lösungswort passt. Das ist ganz schwer zu erklären, vielleicht zeige ich das irgendwann mal. Und dagegen ist das wirklich noch easy. Also ich habe wirklich mit einem Zettel und einem Stift gehangen und alle Elemente, die da drin waren, alle nachgeschaut, aufgeschrieben und dann die Wörter mit diesen Buchstaben zusammengesetzt. Und irgendwann kam dann noch das Lösungswort und dann wusste ich die Mischung und dann ging es dann auch weiter. Das hat echt eine Weile gedauert. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt das Spiel ist. Ist es noch aus den... Ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall schon super alt, ne? Also das ist eine Zeit gewesen, wo ich noch nicht mal zu Hause Modem zu stehen hatte. Also das, und da konnte man nicht bei Master Google mal eintragen, Kürzel für Silber, sondern da musste man das wahrscheinlich alles aus dem Buch lesen. Das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr richtig vorstellbar. Das ist eigentlich ganz witzig, wie ewig ich dafür gebracht habe. Aber es war herausfordernd, war gut. Hat auf irgendeine seltsame Art und Weise Spaß gemacht. Dagegen ist, wie gesagt, das eigentlich noch relativ einfach gestaltet. So, wir kommen auch langsam hier zum Ende. Special Thanks. Und dann haben wir nur noch Kapitel 5. Und dann kann ich endlich mein erstes Let's Play beenden. Und ich hoffe, ich ziehe das jetzt durch weiter. Und mache keine Pause mehr zwischen. Das ist halt einfach, man denkt so, ach ja, ist ja kein Ding, setz dich mal hin, mach das mal eben. Das ist halt nicht einfach so, ne? Du brauchst Zeit, brauchst auch irgendwie, musst du die Motivation haben, das halt immer wieder durchzuziehen, durchzuspielen. Vor allem muss man, wie gesagt, die Motivation einfach dafür finden. Und die hatte ich einfach seit einem Jahr nicht mehr. Immer wieder vorgenommen, nie gemacht. Monkey Babies, Mazia, Morgantini. Schön. Und ja, ich hoffe, ich ziehe das jetzt weiterhin durch. Ich möchte zumindest Monkey Island beenden. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Dann sind wir schon mal ein Stück weiter. So, genau. Kapitel ist damit beendet. Ich würde sagen, ich mache dann jetzt eine Pause. Und dann starten wir in das nächste Kapitel, und zwar das letzte Kapitel 5. Und ich bin gespannt, wie es mit Guybrush weitergeht. Die Exekution von Guybrush Threepwood hat ja hier auch so ein bisschen hingehauen. Ich hoffe, das ist nicht seine Exekution gewesen und dass wir ihn im nächsten Teil wiedersehen. Bis dahin verabschiede ich mich schon mal. Und ja, ciao!